Servus Leute, zurück zu Let's Play Battle Chasers Night War. Wir sind durch den Teleporter ins Binsenland gereist und hier rechts müssten wir theoretisch hin, vermute ich. Aber hier links ist eine Höhle, die mir mein Interesse weckt. Und deswegen müssen wir mal da reinschauen. Die Unheilsfeuerhöhle. So, was gibt es hier für? Ein Feuerstein. Habe ich mehrere Feuersteine? Was ist das? Nichts geschieht. Ich bräuchte anscheinend sehr viele Feuersteine, um hier irgendwas zu machen. Das sieht aus wie ein Teleporter. Mal schnell außen rumlaufen und ja... Habe ich einen? Wie viel habe ich denn? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwas passiert bestimmt, wenn man alle anzündet. Ah, so viel habe ich nicht. Gibt es hier noch mehr? Was ist das? Der Funke aus dem Herzen des Berges, der die Welt gemacht hat, soll das mächtige Schmiedefeuer entzünden. Biege Feuer, biege Stahl, biege die Bande, welche Sterbliches an Magie binden. Schmiede die Werkzeuge des Friedens, schmiede die Werkzeuge des Todes, auf dass die Werkzeuge der Menschen ihnen ihr Schicksal bringen. Aha. Das ist also eine Schmiede. Machen Asche des Feuerfürsten erforderlich. Ach, lass mich raten. Ich beschwöre den Feuerfürsten mit den Fackeln, mit den Feuersteinen. Da muss ich ihn bekämpfen und die Asche kann ich dann zum Schmieden hier nutzen für irgendwelche epischen Gegenstände. Ich befürchte, das wird nicht so leicht. Ich brauche mehr Feuersteine. Ist das normaler Loot? Geschieht. Das ist auch noch ein Mysterium, dieses Portal. Okay. Hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Ah ja, schön. Dann gehen wir hier einfach mal wieder weiter. Goldflussruinen. Ah, da drüben ist Loot. Den kann ich einfach mitnehmen. Übrigens, das Witzige ist, dieses Laggen auf den Karten, also auf den bei den Bewegungen, das hat, können wir dann nochmal? Ist immer noch leer. Das ist unabhängig von den Frames vom Spiel. Ich habe ungefähr 60 Frames konstant, aber es ruckelt halt trotzdem. Kurioses Spiel, kurios. Gut, Fahrt der Fänge. Ach, das ist ein Dungeon. Ei, caramba. Da haben wir den zweiten Dungeon. Und ich weiß ja, wie stark die Gegner sind. Na gut, müssen wir halt rein. Und das wird nicht leicht. Deswegen muss ich leider wieder auf Mittel machen. Aber diese komischen Lykantypen, da sind starke Kreaturen. Lykolot-Fahnen. Ein Stamm, den ich noch nie gesehen habe. Sie müssen sich hier für irgendetwas versammeln. Gut, ich bin Ihnen noch was schuldig. Oh, bist du? Okay, was denn? Feuersteine. Ah, da haben wir wieder welche. Zwei weitere Feuersteine. Und Teleporter. Ah ja, wir haben hier drei Wege. Da geht's noch nicht entlang. Unten geht es auch noch nicht entlang, wie es aussieht. Nur mittendurch geht es. Tut
unten schauen. Ah, bleibt stehen, Verlose. Das Arenator verwehrt euch den Zutritt, aber ich kann es öffnen. Warum solltest du? Unser Häuptling, er ist vom Weg abgekommen. Er ist mächtig, aber er arbeitet jetzt für eine fremde Frau, die dunkle Dame. Ich traue keinem Verlosen. Aber ihr traue ich noch weniger. Sobald alle Stämme vereint sind, wird sie uns für ihre Zwecke benutzen. Geht, besiegt die Fahnenträger der Stämme in diesen Bergen und löscht ihre Lagerfeuer. Die Stämme, was wir das tun, woher sollten wir wissen, dass du dein Wort hältst? Habt ihr eine andere Wahl, Hautsäcke? Geht, verschwenden wir meine Zeit nicht. Okay, aber da gibt's noch Loot und so. Und natürlich wird er uns hintergehen. Hallo? Noch ein Feuerstein. Das war schon nur 3 Feuersteine. Ich hab jetzt... Wie viel brauche ich denn? Ich brauche unter 10 auf jeden Fall Feuersteine. So, dann gehen wir erstmal nach Norden. Schön in die Höhe, in die Höhle. Okay. Alle 3 zusammen? Alle 3 zusammen. Plänkler. Machen wir jetzt den Schleim weg. Da weiß ich nämlich, dass der schnell weggeht. Ha, ich kann mich noch erinnern, im Stream hieß es, Gulli wird jetzt richtig zum Tank. Jetzt hat sie die wenigsten Lebenspunkte mittlerweile. So viel zum Tank sein. Nochmal drauf. Oh, den anderen hat's nicht erwischt. Ja, es ist Angst, was du riechst. Es ist eigentlich eher Ärgernis. Die machen gut Damage, immer noch. Weg ist der erste. Gut. Die Dungeon werde ich übrigens dann... Ich will die Dungeon auf jeden Fall nochmal machen. In der Zukunft. Ich werde sie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad machen, aber erst, wenn ich alle meine Leute habe. Ich hoffe, das dauert nicht so ewig. Supercraft. Nutzen wir die Supercraft, um alle zu heilen. Weg mit dem. Gut. Okay, die sind irgendwie einfacher als die draußen. Könnte es sein? Wo es Gewinne zu machen gibt, da gibt es natürlich auch Konflikte. Anstatt sich ganz auf die Schmuggler zu konzentrieren, gingen die Stämme der Lykolots aufeinander los und kämpften um den alleinigen Besitz des Pfades. Frieden war immer eine bestensfalls wackelige Angelegenheit. Händler figierten Beweise für Verrat in Lykolot-Lagern, um die Konflikte zu schüren und ihre Lieferung unbehelligt durchzukommen. Den Kämpfen der Lykolots untereinander verdankt das Gebiet seinen gegenwärtigen Namen. Pfad der Fänge. Das war mir schon irgendwie bewusst. Dann komm her, ein Einzelner. Machbar. Hol drauf, Mann. Mehr Ass hat er jetzt. Aber das ändert nichts daran, dass er weg ist. Und weg ist sein Hauch. Der Rage-Hauch ist weg. Sehr gut. Gut. Sehr schön. Was ist das? Was ist das? Fackel. Warum sollte ich das machen? Ist das dort vorne eine Falle? Warte mal, Ich soll das Feuer löschen, aber... Das ist der Fahnenträger, oder?
Ihr begegnet einen Lykolot, aber dieser wirkt nicht bedrohlich und ihr bedroht ihn ebenso wenig. Seine Zähne sind lang, die Schnurrhaare grau. Er sieht euch an und spricht mit sanfter Stimme. Lasst die Waffen stecken, ich habe keinen Streit mit euch, Haarlose. Meine Gesichtsfarbe lässt sich nicht mit Bestimmung sagen, aber es sieht so aus, als lächelt er zufrieden. Eine Geschichte, ja, klar. Er nickt kaum merklich. Danke, dass ihr einen alten Mann seinen Willen lasst. Er verschränkt die Arme und erzählt seine Geschichte, wobei er die meiste Zeit ins Feuer starrt. Es war einmal ein junger Welpe, der unter dem Neumond geboren wurde. Er war der Häuptlingssohn und hatte die gleiche Feldzeichnung auf der Stirn. Er war die Hoffnung eines sterbenden Stammes. Viele wurden von ihm erwartet. Und er erwies sich als der Krieger, den sie brauchten. Nur zu. Eines Tages erhielt der Stamm Besuch von einer Ausländerin. Sie war groß und ungeachtet ihrer wenig beeindruckenden Erscheinung in eine Aura der Macht gehüllt. Kurz nach ihrer Ankunft begann sich der junge Häuptling, der zuvor zu stark und weise gewesen war, zu verändern. Er unterbricht seine Geschichte und wendet sich vom Feuer ab. Sag, könnt ihr mir vielleicht sagen, was bei der Geburt des Häuptlings passiert ist? Es war Neumond. Er wirkt zufrieden. Das ist richtig. Gut zu wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der nächsten Generation länger ist als ein paar Augenblicke. Er wendet sich wieder im Feuer zu. Der junge Häuptling begann nach Macht zu trachten. Über viele andere Stämme wandte sich gegen Krieger seines eigenen Stammes. Er erkannte, dass er Zeit und Mühe sparen konnte, indem er einfach andere Anführer zum Zweikampf herausforderte. Seine Macht war immens, sodass ihn niemand besiegen konnte. Trotz der wachsenden Besorgnis seines Stammes wollte er in seiner Blutgier nicht nachlassen. Bei dieser Vorgehensweise würde der Stamm nicht lange sicher sein. Er hält kurz inne. Hört mal, Ausländer, ich fühle mich ziemlich ausgehungert und das Hühnchen sieht ziemlich lecker aus. Würde es euch etwas ausmachen, mir ein Stück davon abzuschneiden? Nein? Er wirkt enttäuscht. Ich verstehe. Er wendet sich wieder im Feuer zu. Nein, es macht mir nichts aus. Hallo? Keine Sorge, die Geschichte ist fast vorbei. Dann schau mal, als ihm weiterhin zu folgen. Es gibt zwei Sorten Anführer. Jene, die führen, weil sie etwas tun wollen. Und jene, die führen, weil sie jemand sein wollen. Das eine ist viel gefährlich als das andere. Sagt, wisst, zu welchem Stamm der junge Häuptling gehört hat? Blutmondstamm? Ha, sogar ein alter Mann wie ich kann noch schlau sein. Das ist falsch, ich habe den Namen des Stammes nie erwähnt. Natürlich war all das nur eine kaum verhohlene Allegorie. Der Stamm ist unser eigener, der Anführer ist unser Anführer. Es schmerzt mich zwar, es zu sagen, Ausländer, aber ihr seid vielleicht die Kraft, die wir brauchen, um uns zu retten. Er beäugt euch von oben bis unten. Das Potenzial ist da, aber ihr müsst noch lernen, das Alter zu achten. Geht und überlässt diesen alten Mann seiner Mahlzeit. Was war das jetzt? Schließlich könnten die Lykolots die Verschwendung von Energieressourcen nicht mehr tragen und handeln einen Frieden aus. Die Stämme brachten ihre besten Kämpfer zu einer neu gebauten Arena, wo sie brutalen Zweikämpfen um ihre Vorherrschaft drangen. Der Sieger bekam jeweils den Löwenanteil von der Beute. Immer mehr Stämme ließen sich von der Aussicht auf Macht und Reichtum verlocken und nahmen daran teil. Schön. Da unten sind noch Gegner und vielleicht gibt's... Oh, shit! Das sind also wirklich Fallen. Mist. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie so schnell schießen. Lass mal die Gegner Gegner sein. Und gehen lieber einfach mal weiter. Wartet, was ist das? Steigert eine Schlacht. Was ist hier? Oh, das sind Gegner. Ich hab die gar nicht gesehen. Toll. Dann verteidigen wir eben. Lipolit Schleicher. Ah ja. Dieses starkes Bluten hier. Da brauche ich eine schnelle heilende Welle.
auch Bluten verursachen. Puh, sie lebt wieder. Oder lebt noch. Halleluja, die können was. Ah, meine Supercraft ist ready. Das sollte der Roboter machen, weil der heilt und tut die Statusveränderung von uns entfernen. Mit seiner Supercraft. Das ist gerade ganz brauchbar. Schön. Jetzt können wir den auch zermetzeln. Und weg mit dir. Neue Stufe. Wut liegt in der Luft. Vorteilspunkte. Zwei Punkte verbleiben. Crit erhöhen. Bei den anderen muss ich auch mal schauen. Vorteilspunkte anstatt. Ach so, ja, wenn ich sie machen würde. Warten wir einfach ab. Was ist das? Mit Wut und. Schrein unbrauchbar machen. Dann sind die Gegner nicht davon betroffen. Drei Gegner. Das wird wieder ein harter Kampf. Plänkle. Oh, das ist der Fahnenträger. Dann würde ich sagen. Nutzen wir doch Fähigkeiten. Die müssen wir so schnell wie möglich wegmachen. Da können wir nicht das Mana aufheben. Boah, geil. Das war ein starker Schlagangriff. Der Fahnenträger bufft die alle. Die hauen ordentlich zu. So, nochmal drauf. Nochmal drauf. Schön, dann ist nur noch einer übrig. Aber gut gemacht. Das hat zwar was gekostet an Mana, aber war erfolgreich. Frostpranken erledigt. Der fragliche Mensch ein Dorf. Ach, das bringt doch alles nichts. Das zu lesen, wenn es in Durcheinander in komischer Reihenfolge immer ist. Schade. Ihr könnt natürlich immer abkürzen und schauen, aber ich brauche. Ah, okay. Es lohnt sich also, so Feuersteine zu nutzen. Theoretisch. Das war jetzt nicht der Ultra-Loot und so. Aber naja. Und da haben wir wieder einen Feuerstein. Feuersteine sind also sehr nützliche Dinge in Dungeons. Dort unten sind jede Menge Spinnen. Da ist so eine. Mehr ist hier nicht. Okay. Dort unten ist, glaube ich, ein Gebiet, wo ich fischen kann. Ja, jetzt machen wir die Spinnen. Und gerne, eigentlich, den Schleim hätte ich auch gerne gemacht. Oh, das ist eine Riesenspinne.
Gut, dann hätte ich vielleicht doch nicht alle auf einmal machen wollen. Komm. Ja, alleine. Bekämpfen wir sie alleine, nicht in der Gruppe. Ich glaube, alleine macht es auch mehr Sinn, wenn man Ressourcen sparen möchte. Wer oder was ist da drin? Da ist doch jemand mit der Fackel. Machen wir erstmal hier weiter. Ich komme da nicht durch. So, wunderbar. So will ich sehen. Jeder kommt einmal dran und dann kommt der Gegner nicht dran. Knochensplitter. Okay, dann kämpfen wir gegen beide. Oh, diesmal ist es auch bloß eine einfache Stimme. Das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. Was war denn das? Was soll denn das? Ich muss leider 5 Mana opfern. Nämlich schon ordentlich gelitten. Hier leckeres Fell. Ach so. Lol. Ist das auch eine Falle? Nee. Diese Stacheln am Boden habe ich gar nicht bemerkt. Das ist wieder so ein Dungeon. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich dachte, ich komme. Ich bin hier schon fertig, aber es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hier ist ein Feuer und hier, wenn ich die Tür öffne, sind hier Gegner. Ein Zerhacker, ah, die machen gut Damage. Ja, Superkraft wäre gar nicht mehr so schlecht jetzt. Autsch, gut abgeblockt. Und dann können wir gleich Fähigkeiten einsetzen, zum Beispiel heilen. Du noch nicht. Er heilt die Welle auf sich selbst. Und du kannst... Ja. Ja, er heilt sich sowieso jetzt gleich. Super, dass sie ihn angegriffen haben. Oh, er heilt sich aber nicht so stark. Ja.
Okay, mit dem können wir gleich reden, aber jetzt möchte ich hier schauen, ist hier irgendwas Geiles? Nein? Fragezeichen? Dieser Minifisch da, vielleicht. Ja, der Minifisch, kommt er? Oder die Schildkröte? Hm. Ich will den Minifisch, nicht die Schildkröte. Ah, ich habe die Schildkröte erwischt. Oh, die will nicht mal. Die andere Schildkröte will. Tatsächlich. Das ist ein Frosch. Nein! Der Fische sind kommen. Das war ein Frosch. Das war keine Schildkröte. Das sind Frösche. Na, dann will ich so einen haben. Aber der war schon irgendwie schwieriger. Kommt, komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Jetzt ist der Minifisch dran. Ein Flitzer. So, kommt her. Kommt. Beißt an. Ich will einen von euch haben. Euch habe ich nämlich noch nicht. Komm schon. Komm schon. Ja. Komm her. Yes. Was bist du? Ach, du bist doch eine Schildkröte. Mittelgroße Fischstücke gab's da. Hm, das sind schon selteneres Material.